Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video über Threading unterhalten und wir werden jetzt genau in diesem Video feststellen, in welchen Situationen wir denn bei GUI-Applikationen eigentlich Threading brauchen. Und ich habe hierzu eine kleine Oberfläche geschrieben, in der wir die aus Übung 2 bekannte kleinste vielfache Zahl berechnen wollen. Und das Ganze soll eben so aussehen, dass wir hier eben eine solche Oberfläche haben. Wir haben hier eben zwei Textboxen letztendlich, über die wir jeweils die untere Grenze und die obere Grenze eingeben können. Dann klicken wir auf Start und dann soll eben diese kleinste vielfache Zahl berechnet werden. Das heißt, wir schauen uns hier auch nochmal kurz das XAML an. Ich merke gerade, ich habe hier sogar noch eine Sache vergessen. Was ich hier noch angeben möchte, ist, dass ich hier ebenfalls einen Textblock habe, den nenne ich Ergebnis-Textblock. Und den setze ich eben hier ganz ans Ende. Und gebe ihm noch etwas Abstand zum Rest. Und wir sehen hier auch noch, dass er gerade nicht sichtbar ist, weil das Fenster offensichtlich zu klein ist. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen mehr Platz lassen. Und wir geben hier eben noch ein Horizontal Alignment von Center an, damit es einigermaßen wie der Rest auch zentral orientiert ist. Genau, nachdem wir das jetzt haben, können wir eben jetzt in der Code-Behind-Datei hier diese Methode implementieren, die wir eben nutzen möchten, damit wir hier die kleinste vielfache Zahl berechnen können. Und ich nehme jetzt absichtlich einen sehr schlechten Algorithmus, der eine schlechte Performance hat, damit wir sehen, wie das User Interface einfriert. Das heißt, ich gehe hier direkt in den Handler, also die Methode, die sozusagen ausgeführt wird, wenn der Button gedrückt wird. Und was ich hier mache, ist wirklich das relativ einfachste, was es gibt. Ich möchte hier jetzt erstmal für die Progress Bar, die wir in der im Hauptfenster haben, die setze ich auf isIndeterminate, damit dort eine Animation abgespielt wird und der Button, den wir haben, den habe ich glaube ich auch Button genannt, genau. Den setzen wir eben auf isEnabled gleich false, damit der Nutzer nicht weiter rumdrücken kann, während wir die Berechnung machen. Dann holen wir uns den oberen Dividenden und den unteren. Hier mache ich das jetzt einfach mal, ohne dass ich Exceptions abfange. Eigentlich müssten wir hier sozusagen noch darauf aufpassen, ob es denn nicht die Möglichkeit gibt, dass der Nutzer was anderes eingibt, außer Zahlen. So. Und wenn ich das habe, kann ich mir eben relativ leicht, wie in der Übung auch schon, über Enumerable Range mir die Liste aller Dividenden geben lassen. Ich fange beim unteren Dividend an und hier muss ich eben angeben, wie viele ich haben möchte. Das heißt, ich rechne oberer Dividend minus unterer Dividend. Und dann mache ich hier noch einen ToList-Aufruf, damit ich das dann in einer Liste habe. Ja, und dann gehe ich einfach weiter in einer Vorschleife, in der ich jetzt eben gar nichts überprüfe, die eigentlich bis zum bitteren Ende läuft.
Und ich werde hier sogar nicht ints benutzen, sondern sogar einen long. Und ich fange natürlich bei der 1 an. Wenn ich bei 0 anfange und dann nach dem üblichen Algorithmus durchgehe, dann habe ich keine Freude. Und den Algorithmus schauen wir uns natürlich an. Ich überprüfe jetzt diese Zahl. Dann möchten wir hier das Ergebnis setzen. Ergebnis text.text ist gleich eben i.toString und das Ganze bitte als Zahl. Ich werde sogar in 0 angeben, weil wir eigentlich keine Nachkommastellen brauchen. Und wenn ich das eben gemacht habe, kann ich die Progress Bar wiederum isIndeterminate auf false setzen und den Button wieder einschalten. Hier muss ich natürlich noch einen Break machen, wenn ich diese Zahl gefunden habe. Was ich noch am Anfang machen werde, ist, dass ich überhaupt vom Ergebnis Textbox den Text eben auf String empty setze. Ja, dann müssen wir noch diese Methode hier implementieren. Und im Prinzip muss ich eigentlich nur überprüfen, ob diese Dividenden, ob für alle gilt, dass ein Dividend durch mit dem Modulo-Operator hier jeweils das Ergebnis 0 gibt. Also im Prinzip heißt es ja nichts anderes, als dass wir hier eben überprüfen, ob alle Dividenden durch die Zahl teilbar sind, ohne dass ein Rest übrig bleibt, so wie wir es eben schon kennen. Okay, damit haben wir das Ganze jetzt implementiert. Wie gesagt, es ist absichtlich ein sehr schlechter Algorithmus mit einer langen Laufzeit, damit wir sehen, wie jetzt eben das User Interface einfriert. Wenn ich hier jetzt auf Start drücke, dann würde ich eben erwarten, dass hier in der Progress Bar eben eine Animation angezeigt wird, sodass der User das Signal bekommt, okay, es ist noch eine Berechnung, die gerade durchgeführt wird. Und wenn ich hier Start drücke, soll sich natürlich auch der Button grau machen, weil er eben abgeschaltet wird, solange die Berechnung läuft. Der Nutzer kann sozusagen nicht weiterhin auf den Button drücken. Und wir schauen jetzt mal, was passiert. Wir sehen, der Button wird nicht wirklich grau. Wir sehen hier auch keine Animation und das Wichtige, was auch noch nicht geht, ich kann das Fenster nicht verschieben. Ja? Wenn wir das hier jetzt sehen, dann sprechen wir von einer sogenannten eingefrorenen, von einem eingefrorenen User Interface. Wir sehen, das ist auch noch weiterhin eingefroren, eben solange diese Applikation jetzt läuft. Wir haben jetzt gesehen, der Button ist jetzt wieder aktiviert. Na okay, er war nie wirklich deaktiviert. Die Progress Bar, da haben wir auch keine Animation gesehen. Und wir sehen hier zwar jetzt das korrekte Ergebnis, das uns auch aus der Übung noch bekannt sein sollte. Aber jedes Mal, wenn ich hier eben eine bestimmte Berechnung durchführe, wir können jetzt auch mal bloß bis 15 gehen, da sehen wir, das geht relativ schnell. Das wirkt für den User nicht so, als ob wäre es eingefroren. Aber wenn wir jetzt beispielsweise die von 10 bis 25 gehen, da sollte es auch relativ lang dauern. Wir sehen eben hier, solange wir die Berechnung machen, ist unser User Interface eingefroren. Und das ist mit der schlimmste Zustand, den man als Nutzer haben kann. A, weiß ich jetzt als Nutzer nicht, was passiert eigentlich gerade hier. Wir haben keine visuellen Anzeichen, dass dieser Prozess irgendwas macht. Und letztendlich würde der Nutzer denken, das Ding ist kaputt und geht nicht mehr und drückt vielleicht hier auf Schließen. Und selbst das geht nicht mehr, also jetzt würde langsam der Task Manager ins Spiel kommen.
Das geht zwar natürlich Richtung Usability, wie gut ist mein Programm benutzbar, aber das ist so eigentlich der Einstieg für die Usability. Wir sollen als Entwickler dafür sorgen, dass eben das User Interface unserer Applikation nicht einfriert, sondern dem Nutzer eben rechtzeitig innerhalb einer gewissen Zeit Bescheid sagt, was denn gerade passiert, in welchem Status befinde ich mich. Jetzt werden wir natürlich noch diskutieren, warum friert denn überhaupt bei uns der User Interface Thread ein? Wir haben schon in einem vorherigen Video festgestellt, der UI-Thread ist in der Hinsicht besonders, als dass dort eben dieses Konstrukt mit installiert ist. In WPF wird es durch die Klasse Dispatcher mit erfüllt. Wir haben eben immer einen Vorgang, der von Rendern nach OS-Nachrichten, nach Nutzereingaben durchlaufen wird, und das Ganze läuft in WPF eben 60 Mal pro Sekunde. Also letztendlich sorgt es dafür, dass wir 60 Mal rendern. Der Punkt ist, den wir jetzt hier haben, ist, wir haben uns in unserem Main Window XAML hier mit diesem Delegate auf den Click-Event des Buttons registriert. Das heißt, der Button ruft unsere Funktion hier in der Code-Behind-Datei auf, wenn der Nutzer drauf klickt. Wenn wir nochmal zurück ins Skript schauen, das Ganze passiert eigentlich genau hier bei Nutzereingaben. Wenn das hier angesteuert wird, dann kriegt quasi auch der Button Bescheid, hey, du bist geklickt worden, er löst intern das Click-Event aus. Das sorgt dafür, dass unsere Methode aufgerufen wird. Das heißt, hier als Anhängsel wird jetzt eben unsere Methode, wenn Button gedrückt, oder ich habe hier meine Umlaute, diese Methode wird eben als Teil des Durchlaufs unserer UI-Thread-Applikation gedeutet. Und ich schreibe jetzt einfach mal hin, das dauert mehrere Sekunden. Nehmen wir mal an, also es kann jetzt sein, dass die Berechnung, die ich hier gerade ausgewählt habe, dauert 2 Minuten, was absolut zu lang ist. Ich gebe gleich mal den Hinweis, ein guter Wert, in den eine Applikation reagieren sollte, liegt laut Microsoft nach 50 Millisekunden. Wenn wir in unseren Tests messen, dass eine Applikation länger als 50 Millisekunden braucht, eine Methode länger als 50 Millisekunden braucht, dann sollte man sie vom UI-Thread weg hin in einen Hintergrund-Thread auslagern, damit der sozusagen wieder mit dem Rendern weitermachen kann, während parallel in einem anderen Thread die Funktionalität ausführt. Also Microsoft nennt eben für seine Store-Apps 50 Millisekunden. In vielen Büchern, die sich mit Usability beschäftigen, sollte man angeblich die 1000 Millisekunden, also eine Sekunde, abwarten. Ich würde persönlich vorschlagen, dass man innerhalb von 200 Millisekunden mit einem Handler, der auf dem UI-Thread ausgeführt wird, fertig sein sollte. Das sind mal so 3 Werte, aber wenn wir hier sehen, ich kann ja mal versuchen, dass ich hier auf diese Applikation zugreife, und wir sehen auch, das geht noch gar nicht. Also sie wird wahrscheinlich noch hier in der Berechnung stecken. Ich kriege sie nicht mal zum Anzeigen. Das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass diese wirklich eingefroren ist. Also die Berechnung, die wir hier haben, die läuft tatsächlich gerade noch. Ja, der Punkt ist jetzt natürlich, wie kriegen wir diese Funktionalität, dass wir diesen Wert berechnen, jetzt vom User Interface Thread weg, indem wir einfach das, was wir im letzten Video besprochen haben, einsetzen. Ich glaube, er kommt nicht mehr. Er rechnet wahrscheinlich immer noch, wenn ich hier mal anhalte. Gucken wir mal, wo er gerade steckt. Ja, wir sind hier immer noch beim Überprüfen, und wir sind mittlerweile bei 229 Millionen in etwa. Gut, ich breche jetzt mal diesen Prozess ab. Und wir haben gesehen, wir hängen hier fest, und okay, das ist nicht genau das, was wir uns vorstellen. Okay. Jetzt denkt man sich wahrscheinlich, okay, warum der Stress? Ich starte einfach einen neuen Task.
und sorge eben dafür, dass diese Funktionalität, die ich hier habe, auf einem neuen Thread ausgeführt wird. Das heißt, ich schiebe im Prinzip alles in eine eigene Methode. Ich habe hier eben berechne kleinste vielfache Zahl. Und ich erstelle mir hier eben einen neuen Task und gebe eben diese Methode hier rein über ein Delegate und sage im Anschluss einfach task.start. Und ich nehme diesen kompletten Code, der bis jetzt hierhin drin steht, und lasse ihn hier auf dem Hintergrund-Thread ausführen. Und dann denkt man sich, hurra, Problem gelöst. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert, wenn wir das Ding starten und hier Start drücken. Und wir sehen, Moment, irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Wenn ich hier Start drücke, dann funktioniert ja jetzt gar nichts. Also ich kann hier zwar immer noch das Programm jetzt verschieben, es ist nicht eingefroren, aber es passiert auch nichts. Ich beende nochmal unser kleines Programm. Und also irgendwie passiert hier was, oder es wird irgendwie nicht ausgeführt, so wie ich mir das vorstelle. Obwohl ich eigentlich einen Task erstelle, die entsprechende Methode angebe und dann bloß Start aufrufe. Ich mache hier mal spaßeshalber einen Try-Catch-Block drumherum. Und wir werden dann sehen, was hier eigentlich genau passiert. Ich lege hier mal einen Breakpoint hin. Das heißt, sollte hier eine Exception auftreten, dann müssten wir eigentlich hier in diesem Catch-Block landen und wir können dann uns anschauen, wie diese Exception aussieht. Und genau das machen wir auch mal. Ich drücke jetzt nochmal Start und wir kommen hier tatsächlich in einer Exception an. Und das Problem ist, wie wir hier sehen, Moment, the calling thread cannot access this object because a different thread owns it. Was wir hier sehen, bezeichnet man als sogenannte Thread-Affinität. Wo tritt diese Exception auf? Hier oben. Entschuldigung, das war jetzt schlecht von mir. Jetzt besser. Wenn wir hier auf der Progress Bar etwas setzen, dann passiert das hier in einem Hintergrund-Thread und nicht auf dem UI-Thread. Das ist wichtig. Genauso hier dieser Button. Entschuldigung. So. Genauso hier dieser Ergebnistextblock. Oder wenn wir hier weiter unten eben was auslesen. Ja? All diese Operationen, die wir hier haben, die greifen auf User-Interface-Elemente zu. Hier ganz am Anfang. Und genau hier an dieser Stelle ist eben auch schon die Exception aufgetreten. Wir dürfen nicht von Background-Threads nicht auf UI-Elemente zugreifen. Das ist uns verboten. Warum ist es so? Dazu machen wir uns einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir sind hier gerade dabei, wir haben hier einen Super-Button und wir versuchen den jetzt hier zu rendern und das hat auch die letzten Male geklappt. Und beim nächsten Rendervorgang sind wir jetzt quasi gerade so weit, dass wir hier die obere Kante gezeichnet haben und wir möchten jetzt eben hier runtergehen langsam und zeichnen jetzt hier so an diesen zeilenweise beispielsweise weiter, je nachdem wie das entsprechende Framework implementiert. So, und das passiert eben alles auf dem UI-Thread. Der Punkt von Threading ist aber, dass Threads parallel ausgeführt werden. Das heißt, wenn wir jetzt von einem Background-Thread kommen und plötzlich sagen, hier drüben sagen wir jetzt Button.width ist gleich 200. Und dadurch wird der Button größer.
Und das sagen wir hier. Das heißt, wir würden eben, Entschuldigung, von diesem Element hier letztendlich die Breite verändern. Und das machen wir mitten im Renderprozess. Das würde dann dafür letztendlich sorgen, dass der Button hier an dieser Stelle plötzlich breiter wird. Ja, das würde dann quasi ungefähr so aussehen. Und der Content hier drin wäre wahrscheinlich auch irgendwie verschoben. Das heißt, wir würden dann sagen, der wäre hier irgendwie abgebrochen und alles, was hier unten ist, wird eben beispielsweise breiter auseinandergeschrieben und so weiter. Das heißt, wenn wir von nicht-UI-Threads UI-Elemente verändern, dann kriegen wir Inkonsistenz beim Rendern. Das können wir auch nochmal dazu schreiben. Und genau deswegen verbietet jedes UI-Framework, das ich kenne, sei es WPF oder sei es Silverlight oder WinRT oder Qt oder auch andere Frameworks, die ich mir so ein bisschen angeschaut habe, die haben im Prinzip letztendlich alle die sogenannte Thread-Affinität. Thread-Affinität sagt einfach aus, wenn du bestimmte Eigenschaften von einem WPF-Element in unserem Fall ändern möchtest oder auch bloß auslesen möchtest, dann musst du das auf dem UI-Thread machen. Wir können nicht auf Background-Threads solche Funktionalität machen. Das ist nicht möglich. Das heißt, was merken wir uns? Einerseits langlebige Operationen bitte nicht auf dem UI-Thread machen, denn wir sorgen dann einfach dafür, dass diese Schleife nicht mehr regelmäßig rendern kann oder zum Rendern kommt, diese Aufgaben, die der UI-Thread wahrnimmt. Das haben wir gerade gesehen, das äußert sich im einfachsten Fall einfach darin, dass das UI für den Nutzer eingefroren wirkt. Ich kann es nicht mehr verändern und wir sehen auch keine Animation. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn wir dann uns durchgerungen haben, dass wir sagen, wir möchten eine Methode auf einem Hintergrund-Thread auslagern, dann müssen wir darauf achten, dass wir solche Zugriffe auf WPF-Elemente dort drin nicht machen. Und wir werden uns im nächsten Video dann ansehen, wie wir hier dieses Dilemma beheben können. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis bald!